Cup. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Resident Evil Village. Ich konnte es kaum erwarten, die Demo zu spielen. Jetzt ist sie endlich da. Ist nicht am Sonntag, sondern ist nicht am Samstag, sondern am Sonntag zu um 19 Uhr ist sie in Deutschland freigeschaltet worden. Das waren so Fehlinformationen, die ich will da gar nicht drüber sprechen. Scheinbar sind da die Demo-Parts von Resident Evil Village gestaffelt gewesen. Also je nachdem, in welchem Store man war, konnte man früher zugreifen oder auch später zu. Das ist Capcoms PR-Geschichte, die ist total verwirrend. Also wir haben genau 30 Minuten Zeit, diese Demo zu spielen. Deswegen, spielen ist nur online möglich. Ich hoffe, dass meine Online-Verbindung nicht abkackt. Das passiert ja auch öfter mal so. Ich versuche mich mal so ein bisschen beleuchteter zu gestalten. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich hier nicht die Internetverbindung verliere. Castle Dimitrescu. Ethan vermutet, dass seine Tochter im Schloss sein könnte. Er betritt das unheilvolle Gebäude in der Hoffnung, sie dort zu finden. Doch er wird alles andere als herzlich im Empfang genommen. Ich habe noch nichts von gesehen, ich habe noch nichts gespielt. Auf YouTube gibt es bereits andere Leute, die das bereits gespielt haben. Ich wollte nichts vorwegnehmen und mit euch quasi blind in die Demo einsteigen. Also viel Spaß mit Resident Evil Village. Okay, wir können uns umsehen. Boah, das sieht schon richtig nett aus. Richtig geil. So gehen können wir. Natürlich. Boah, der ist aber auch schneller, viel, viel flinker unterwegs als bei Resident Evil 7. Okay. Das ist das Inventar. Wo haben wir denn? Gefundene Schätze. Ach, das war ein Schatz. Herstellen wichtiges Schätze. Weinglas. Okay, untersuchen. Gar nichts. Also Schätze können wir scheinbar ganz bestimmt sogar verkaufen. Öffnen, schließen. Ist gar nichts. Okay, ich rüste mal. Alles klar. Ich rüste mal hier das Messer aus. Muss mich so ein bisschen beeilen. 30 Minuten, das klingt vielleicht viel, ist es aber nicht. Okay, aufstehen, okay. Ah, gibt es hier eine Taschenlampe? Also in Resident Evil 7 gab es ja eine Taschenlampe. Aber Mädchen bei der Ernte. Interessant. Es gab eine Taschenlampe, aber irgendwie habe ich das nicht so richtig gecheckt. Die war mir echt zu dunkel. So. Aber hier braucht man auch eigentlich keine Taschenlampe so richtig. Mal. Rostiges Metall, okay. Metall wird zum Herstellen von Objekten benutzt. Also Crafting gibt's. Da sind jetzt viele Spielelemente, die wir hier direkt auch kennenlernen dürfen. Voll geil. Also Crafting gibt's, Schätze gibt's natürlich zu finden. Chemikalie. Laufen kann man auch. Aber der läuft auch schon. Ach krass, der kann noch schneller unterwegs sein. Junge, Junge, Junge. Hä? Wo haben Sie Rose hingebracht? Karte, warte mal, wo war das mit der Karte? Da ist die Karte. Okay, da hinten ist... Da bin ich hergekommen. Alles klar, da bin ich hergekommen. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Alter, das sieht so cool aus, ne? Okay. Hier kann man irgendetwas draufknallen. Finde der vier, was? Finde der vier Engelantlitz und du wirst er... Okay, vier Engelantlitz. Das heißt, die Gesichter müssen wir finden von diesen vier Engeln. Boah, das sieht sogar... Ach, da ist der So sieht man sich wieder! Duke, was machen Sie hier? Geil. Wenn es was zu verdienen gibt. Als wäre der in den Raum eingemeißelt worden. Und? Hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen.
Brauchst du irgendwas? Das kann hier nicht verwendet werden. Okay. Das sieht aber interessant aus. Wie so eine Schatztruhe. Was? Nostrians Labyrinthe. Ne? Handwerk, bla 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 bla. Okay, das könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich werde es nicht machen. So, willkommen. Schauen wir uns doch mal die Shop an. Verschiedene Waren können wir kaufen. Modifikationen. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Aha. Krass. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit. Das ist ja geil, dass man die Waffen hier aufbessern kann. Hammer. Ankauf. Guck mal, ich kann hier verkaufen. Gesehen und gekauft. Was ist denn Lemmy? Achso, die Pistole kann ich auch verkaufen. Pistolenmunition? Nee. Ich hätte gerne Pistolenmunition. Wo kann man die denn kaufen? Ist das Pistolenmunition? Blinden, Scharfschütze, Minen. Pistolenmunition. Boah. Aha. Aber teuer. Okay, eine Patrone. Schönen Tag. Kostet 150. Ist das Lemmy oder wie heißen die? Reni? Lemmys? Schön. Stimmige Sache hier. Out! Yes, baby! Ich glaube, ich muss gar nicht das Messer die ganze Zeit in der Hand haben, um jetzt die ganzen Vasen zu zerstören, kaputt zu machen. So, ich rush hier. Ich versuche mal hier durchzurushen, weil ich echt viel von der von dem Schloss mitbekommen möchte. Oh, hier hört man schon. Hier ist irgendwas. Hä? War ich nicht hier? Okay. Gut. Dann. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas ist hier. Jo. Das ist geil gemacht, dass man hier nicht ständig das Messer rausholen muss. Okay. Also das spielt sich viel flotter. Bella, Cassandra, Daniela. Okay. Das spielt sich viel, viel flotter als Resident Evil 7. Das gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr, sehr gut, dass sich das so flott spielt, ey. Hammer, das ist ein komplett, fühlt sich an wie ein komplett anderes Spiel. Also das kann man mit Resident Evil 7 nicht vergleichen. Nichts passiert. Okay. Das heißt, wir sind hier falsch, würde ich sagen. Oh, das ist so geil. Ich werde das Spiel lieben, glaube ich. Das ist jetzt schon mega cool, ey. Die Demo ist auf jeden Fall nicht schlecht. Grafik ist cool. Man darf nur nicht zu sehr auf die Details achten. Nicht zu nah ran an die ganzen Objekte, weil dann merkt man, dass auch hier die Grafik an ihre Grenzen kommt. Aber das finde ich so geil. Okay, das ist blutig. Nichtsdestotrotz, das Spiel läuft ja auch auf der PlayStation 4, also auf den alten Generationen läuft das hier genauso in dieser visuellen Darstellung flüssig auch noch. Mega geil. Okay, der Einraum. Habe ich den jetzt aufgenommen? Okay. Ja, das kennen wir ja aus der Demo. Was? Das kann hier nicht verwendet werden. Was kann denn da verwendet werden, verdammt? Nur, die Demo hat sich aber viel träger gespielt. Die Maiden-Demo. Da habe ich ja auch noch ein Video zu gemacht. Ach hier, stimmt. Das kann ihn so nicht verwendet werden. Wo kann ich denn das Auge untersuchen? So, jetzt. Jetzt, komm schon. Geil. Das kennen wir aus der Maiden-Demo mit dem Ring. Was? Alter. Mal weg, ey. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich, schlitz dich auf und seh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Shit.
Ich kann mich kaum noch beherrschen. Oh, shit. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Wie fühlt sich's an? Hast du was gesagt? Scheiße. Ich komme hier nicht weg. Scheiße, das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, das ist mein Ende. Abgestanden? Ich bin dich weg. Hallo? Ich meine Ruhe, ey. Hey, was zur Hölle war denn das? Oh, wie gruselig. Also Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich komm hier nicht weg. Ja. Oh, Inventar öffnen. Nicht weg? Das geht's ja gar nicht. Bin ich nicht da zurück? Nee, die hat das zugemacht. Hä? Okay. Wie ist sie denn jetzt? Jetzt endlich weg? Nicht schlecht. Scheiße, Mann, das gibt's doch gar nicht. Deswegen kann ich das schaffen gar nicht. Fuck. Ich kann hier nichts machen, ey. Ach, hier, ey. Oh. Junge, die ganzen... Ganze Munition verballert, ey. So, warte mal hier. Ja, das könnt ihr euch ja durchlesen. Pausieren kurz und dann durchlesen. Scheiße. Ja gut, also im fertigen Spiel weiß ich, was zu tun ist. Da verbrauche ich dann nicht mehr so viel Munition. Munition verballert. Ja, Munition verballert und auch Gesundheit aufgebraucht. Also muss man... Oh. Die hätte ich beinahe übersehen. Bei der Größe eigentlich unmöglich. Munition. Ich nicht vorbei? Hier. Ist alles geil. Das Spiel ist mega. Fällt mir richtig gut. Okay. Baut es schon mal sehr, sehr gut. Boah. Sieht so geil aus. Aber das kennen wir ja aus der Maiden-Demo. Ist jetzt nix Tolles, ne? Ich glaube, ich muss das hier... Oder? Kann ich das nicht so anschieben? Ist das da hinten? Ja, guck mal. Jetzt noch auf die andere Seite. Auch doof, dass er das nicht packen kann. Geil. Cooles Rätsel. Okay. Es ist ein bisschen dunkel hier. Gar nicht. Ah, Taschenlampe. Sehr gut. Und die ist deutlich, deutlich heller als... Damals in Resident Evil 7. Klebt überall getrocknetes Blut. Ja, schön. Junge, Junge. Okay.
Help me, brother. Hilf mir, Bruder. Ich doch. Nirgendwo etwas. Da ist irgendwas. Nichts Dolles. Nichts zum kaputt machen. Okay. Okay, okay. So. Geil, ey. Ich liebe es. Also ich werde auf jeden Fall hier mir mehr Zeit nehmen zum Durchsuchen und Erkunden. Was ist denn das? Ein komisches Geräusch. Allerbeste, okay. Ist. Da. Wie viele kommen denn da? Ja. Oh. Alter. Fuck. Okay, die sind zwar langsam, aber. Oh mein Gott. Schädel. Boah. Wow. Langsam, aber doch. Effektiv, würde ich sagen. Rohrbombe. Boah, geht da durch. Hallo? Oh, scheiße. Okay. Ja, nicht dadurch. Also hinlegen kann er sich nicht. Ich habe aber gedacht, er kann da durch. Aber scheinbar ist hier der richtige Weg. Wow, 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 wow. Alter, hier ist doch nur. Was hat denn für ein Familientreffen hier? Oh, ich habe keine Munition mehr. Okay, ich muss Arznei herstellen. Junge, hier kommen ja ohne Ende. Schade, dass ich gerade so viel verballert habe. Oh mein Gott. Munition wäre nicht schlecht. Okay, da ist ein Schlüssel, den ich brauche. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Oh. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Wie möchtest du sterben? Am besten gar nicht. Flintenmunition, ich habe keine Flinte. Okay. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Oh, scheiße, Mann. Das ist geil. Das Spiel wird super. Nein, echt? 15 Minuten? Ach, ich habe ja die Zeit nicht gemessen, deswegen dachte ich, ich bin da schon so langsam dran. Aber okay, jetzt schauen wir uns mal den Trailer an. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life,
And in death glory to Mother Miranda. Umbrella-Zeichen. When you're whining, we're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters! Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris, what the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Wie geil. Wird richtig gut, ey. Ich kann's kaum erwarten. Also ich hab's vorbestellt. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab da richtig Bock drauf. Vor allem nach dem grandiosen 7. Teil. Danke fürs Spielen. Ja, danke für diese komische, limitierte Demo. Dorf und Schloss 60 Minuten. Ja, das Dorf habe ich leider verpasst am 18.04. 17 Uhr unserer Zeit. Scheinbar. Aber da habe ich leider Spätdienst gehabt. Bis 1 Uhr nachts. Was ist das denn für ein blödes Timing, ey? Richtig blöd. Ja, das sind die Copyright-Geschichten. So, ich habe richtig Bock. Also die Demo war mega, auch wenn die ziemlich kurz war. Trotzdem konnte man so einige sehen, Crafting, ja, die Waffenverbesserung, den Shop konnten wir kurz sehen. Da gibt es noch bestimmt viel, viel mehr zu entdecken in Resident Evil Village. Ich freue mich auf das komplette Spiel, wenn es dann raus ist. Ich glaube, am 7. Mai ist der Stichtag. Am 2. Mai könnt ihr die Demo nochmal auf der Xbox Series X, also Xbox, Microsoft-mäßig und auf dem PC ausprobieren. Viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.